Wie versprochen, kommt jetzt schon das erste Video zum Thema OpenHub auf dem Raspberry Pi. Dafür gibt es sogar eine extra Installationsseite bei OpenHub, die verlinke ich euch natürlich. Und da sind so ein paar Tipps drauf und ich werde euch auch jetzt noch ein paar Tipps an die Hand geben. Im Grunde könnt ihr euch einfach hier an die Anleitung halten. Das Einfachste ist jetzt erstmal, wenn ihr noch nichts mit dem Raspberry ansonsten vorhabt und auch nichts vorinstalliert habt, könnt ihr einfach die Micro-SD-Karte nehmen und ein Image, nämlich OpenHappian, direkt da drauf klatschen und dann seid ihr im Grunde schon fertig. Könnt damit hochfahren und dann ist OpenHub soweit einsatzbereit. Da sind dann auch schon alle Sachen drauf, die eben OpenHub braucht, um zu starten. Ich musste das manuelle Setup machen, weil mein Raspberry schon ein paar Anwendungen drauf hat und ich den nicht komplett neu aufsetzen wollte. Hier seht ihr dann eine Anleitung, also erstmal hier diese drei Befehle ausführen. Und wir springen dann einmal ab Package Repository Based Installation on Linux. So, jetzt könnt ihr im Grunde das Ganze durchgehen. Nur bitte darauf achten, wenn man jetzt zum Beispiel Raspbian hat, dann ist das ein APT-basiertes System. Wir benutzen also nur die Befehle, die darunter stehen. Wir sollten auch da, also wenn ihr jetzt nichts Spezielles vorhabt, die stabilen Releases benutzen. Also interessiert uns auch nur das. Und die Anleitung ist ziemlich groß, aber wenn man mal nur guckt, was man eigentlich selber braucht, ist die relativ klein. Das Ganze können wir hier überspringen. Wenn man hier halt, ja, man hat halt hier oben diese drei Befehle, den ersten, den zweiten und hier den dritten. Und dann kann man hier schon wieder einiges überspringen. Und jetzt geht's hier los mit apt-get update, apt-get install openhub 2, apt-get install openhub 2 add-ons zum Beispiel noch. Und hier geht's dann, können wir wieder überspringen, weil jetzt geht's hier wieder um YUM oder DNF-basierte Systeme, also auch hier alles spring, spring, spring. Uns interessiert dann erst wieder Service Control und tatsächlich müssen wir hier nur diesen Part uns anschauen. Denn wir haben ja die neuere Version, wir haben ja Raspbian Buster in meinem Fall ist da drauf. Also führe ich diese ganzen Befehle einmal aus. Wenn es da Probleme gibt, ich hatte da tatsächlich welche, dann könnt ihr hier runtergehen. Und hier ist dann so eine Service-Datei, die man anlegen kann, da. Aber die ist falsch, da bin ich schon drüber gestoßen. Die Pfade hier sind falsch, da paste ich euch einen Link in die Videobeschreibung, wie ihr da richtig vorgeht. Generell habe ich für Raspbian auch die ganzen Befehle mal in die Videobeschreibung gepackt. Das ist das, was ihr hier seht. Das ist dann schon, zum Beispiel schon abgefangen, dass es mit Zulu, mit diesem so Java-Ersatz oder sowas ist das, Probleme gibt, dass wir dann da direkt mit installiert. Und hier ist auch der Link nochmal drin zu der korrekten Services-Datei. Im Grunde, wenn ihr ein Raspbian habt, ja, soll es reichen, diese Befehle einfach hintereinander abzufeuern. Da müsst ihr mir jetzt nicht bei zugucken, das bekommt ihr schon alleine hin. Habt ihr den Service gestartet und habt kurz gewartet, ich glaube so 10-15 Minuten ist empfohlen zu warten, dass ich da auch wirklich alles geladen habe, dann könnt ihr die Oberfläche aufrufen, indem ihr die IP-Adresse von eurem Raspberry eingibt. Die sollte übrigens am besten eine feste sein und hier oben noch mit Doppelpunkt 8080 anhängt und dann bekommt ihr hier die Benutzeroberfläche von OpenHub präsentiert.